Fußballfreunde, ob Franck Ribéry, der seine Karriere beendet hat, oder Luis Suarez, dessen neuer Club Gremio einfach nicht in FIFA ist, das hier sind Spieler, die nicht in FIFA 24 sein werden. Beziehungsweise hier, ihr seht hier, EAFC 24, Piqué, auch der hat aufgehört. Ja, Waka Waka hat sich ausgewackert, auch mit Shakira. Aber Freunde, das Aus von Piqué heißt für mich auch die Erledigung der ersten Challenge. Denn wie du siehst, habe ich hier 8 Spiele aufgeschrieben, die ich glaube, dass in diesem Video vorkommen werden. Aber sollte auch nur einer davon nicht zutreffen, muss ich als Bestrafung am Ende des Videos ein Discard-Pack in FIFA 23 machen. Aber der Bre ist auch, glaube ich, businessmäßig noch stark am Start. Der nächste ist Gerson. Jo, Gerson. Hallo Gerson. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ein Brasilianer, aber der ist bei Flamengo und die sind nicht in FIFA. Junge, ist die brasilianische Liga schon wieder nicht in FIFA? Ich habe da so ein Gefühl. Oh! Porta Nova. Nova heißt ja neu. Porta heißt Tor oder so. Also das neue Tor. Ja, Tore wird aber keine mehr schießen. Denn er ist suspended. 6 Jahre im Gefängnis für... Ja, das hier. Oh mein Gott. Junge. Kollege. Also das... Ja, da, so kannst du dir auch eine, denk, du bist Fußballprofi und machst dann so eine Dummheit, ja, so kannst du dir auch die Karriere verbauen. Retirement möglicherweise für Chiellini, nee, bleib noch bei LAFC, bitte, Giorgio, die große Nase, der große Denker, der Mann hat ja überhaupt hat auch studiert, also ein ganz, ganz cleverer Mann, der soll noch nicht aufhören, absoluter Sympathieträger, Mwepu, der hat mit 25, das ist mein Alter, Mwepu, aufgehört bei Brighton & Hove, wegen Herzproblem. Oh, dieses Brighton-Trikot sieht so gut aus. Und das ist natürlich der Mann hier aus. Ist das Sambia? Oh, Junge. Und dann haben wir Luis Suarez. Der hat noch nicht aufgehört, aber Gremio Porto Alegre, brasilianischer Club, nicht in FIFA oder in EAFC. Und es scheint mir, als würde da wirklich die brasilianische Liga nicht drin sein. Der nächste. Oh, Alan. Absolute Legende von Everton und FIFA, boah, FIFA 16 oder so, hat eine richtig coole 83er Karte, die richtig stabil war, nicht viel gekostet hat, Club Not in FIFA, Al-Wahda FC, ja, das scheint eigentlich schon wieder so nach Saudi-Arabien, oh mein Gott, bitte sag nicht, dass Cristiano Ronaldo da auch nicht, oder sag, dass da auch irgendwo in einer anderen Liga hier war. Franck Ribéry mit 39 hat er jetzt endlich die Karriere beendet, oder, boah, Junge, der Kerl, Robbery, er mit Robben gemeinsam, das war so kriminell, ich denke einfach nur an die gerade, Robben, ich habe das gerade so im Kopf, diese Szene, Digga, das, oh. Von Brücken gegen Vidic, das ist so eine Gewichtslasse, Robben, ein unfassbares Tor, 2:3, im Moment der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League. Oh, Diego Godin, possible retirement. Junge. Und Diego Godin, ja, gut, absolut der König. Ballanta. Ui. Ui, 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 ui. 22 Jahre und im Training kollabiert und nicht mehr unter uns. Boah, Junge. Das ist jetzt ein Stimmungskiller hier. Oh, so, wie machen wir da weiter? Das ist ein Stimmungskiller. Janic. Das Leben muss weitergehen. Scharia FC Not in FIFA. Ja, gut, der geht endlich weg von Barcelona. Der ist immer noch bei Barca unter Vertrag. Das ist ja das Allerwildeste von allem. Und der ist erst 32. Der hätte doch noch... in der Karriere war so viel mehr drin. Aber es ging halt nicht. Er hat es halt nicht auf die Kette bekommen. Der geht zu Rostov. Rostov wieder. Ja gut, russische Liga, glaube ich... Weiß ich nicht. Stimmt, die war eigentlich immer in FIFA. Ist die eigentlich jetzt nur wegen der aktuellen politischen Situation nicht mehr drin oder kommt die generell nicht mehr? Ich weiß es nicht. Von Malmö, von Schweden geht's jetzt nach Rostov, aber eben nicht mehr in FIFA. Caballero, den gibt's noch. Junge, Caballero kickt immer noch bei Southampton. 41 Jahre, Willy Caballero, argentinischer absoluter König. Gab es auch eine Szene, wo Cristiano Ronaldo ihm mal den Fuß irgendwie fast gebrochen hat bei einem Elfmeter. Ganz, ganz wilder Hase hier. Ganz wilder Hase. Und könnte aufhören, schade. Oh, Gareth Bale. Gareth Bale, oh, 80 Pace da, abgebaut. 97 Pace auf seiner Icon, 92er Rating. Definitiv. Also nicht vergessen, was Gareth Bale auch geleistet hat für Real Madrid, für die Spurs und auch für Wales. Also, gut, für Wales war es jetzt... Nicht ein Weltmeistertitel, klar, aber immer gute Leistungen für Wales auch gebracht. Cedric Bakambu, den gibt's auch noch. Boah, der hatte auch eine deutlich bessere Karte vor ein paar Jahren. War bei Villarreal, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder Valencia, eins von den beiden. Und jetzt zu Olympiakos, die nicht in FIFA sein werden. Roter Stern Belgrad, nicht in FIFA. Ist das hier Slavia Prag, glaube ich, und das hier
roter Stern, denn eigentlich ist ja auch das hier ein roter Stern, aber es sind, glaube ich, trotzdem zwei unterschiedliche Logos. 32 und ja, gut, nicht in FIFA. Joaquin? Nee. Nee, akzeptiere ich nicht. Der Kerl ist 41, ist immer noch im rechten Mittelfeld mit einem 79er, fast einem 80er Rating unterwegs. Der würde Schalke noch weiterhelfen. Der hört nicht auf. Der hat nicht possible retirement. Leck mich doch, nix da. Der macht weiter. Und tanzt das nächste Mal nackt, wenn die Mannschaft einen Pokal gewinnt. Hat er damals gemacht. Athletic Mineiro. Paulinho. Oh, der Paulinho von Leverkusen tatsächlich. Geht zu Athletic Mineiro. Die sind nicht in FIFA. Ja, es scheint wirklich so. Brasilianische Liga, Freunde. Oh! Mm. 88er Rating. Ja, okay. Nee, ein bisschen höher kann der schon noch gehen, Freunde. Also der 88er Rating ist ein bisschen niedrig für den Gonzalo Higuaín. Der war noch in FIFA. Der ist noch. Oh mein Gott, ich bekomme ja gar nichts mit. Ja, hier. Das muss man erstmal realisieren. Bei der WM, also auch, der war ein Bomber, der hat den 90er Rating, Freunde, das darf man nicht vergessen. Ah, ja, perfekt. Thomas Kral, super. Kral geht zurück, der, ja, der beste Schalke-Spieler wahrscheinlich. Der ist 24, der ist jünger als ich, Digga. Junge, als ob. Und ja, geht zurück zu Spartak Moskau, super, ja. Wir können uns den sowieso nicht leisten, vor allem nicht, wenn es in die zweite Liga geht. Rossi, Flamengo nicht in FIFA. Es bestätigt sich. Es bestätigt sich. Du gehst nach Brasilien und deine FIFA-Karriere ist vorbei. Die sind nicht in FIFA. Auch Osaka hier, also japanische Liga, kann sein, dass die nicht in FIFA ist. Aber da sind auch Ranocchia. Ist das Andrea Ranocchia? Der, wo Schalke damals, der beim 2:5 gegen Inter Mailand dieses Eigentor gemacht hat. Andrea Ranocchia, 2:5. Oh. Urano, Eigentor! Ich fass es nicht, Freunde, das gibt's nicht. 2:4, Andrea Ranocchia. Boah, Gänsehaut. 34 und hört jetzt auf. Ja, ist auch besser so. Aber das waren noch die guten Zeiten des FC Schalke 04. Hasta la vista, Schalke Halbfinalista. Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Jorge Molina, mit 40 darfst du aufhören. Er sieht auch schon mitgenommen aus. Könnte aufhören. Gucken wir mal, ob es dann wirklich so weit kommt. Carballo. Oh, voll tätowiert hier mal wieder. Gremio nicht in viel. Oh, macht den Luis Suarez von der Copenhagen Funchia, ich weiß nicht, wie der Club heißt, zu Gremio Porto Alegre nach Brasilien, von Uruguay nach Brasilien. Wechsel innerhalb von Südamerika. Tony, was ist denn mit dem? Der war doch eigentlich Abriss bei Brentford. Der wurde suspendiert. Oh, Prison FC wegen Wettspiel. Oh, Junge, aber ich dachte, ist das nicht der Stürmer, der bei Brentford so richtig in Form war? Junge, was geht an mir vorbei? Pinola! Auch Nürnberg, alle Nürnberg-Fans in die Kommentare. Sü, absolute Nürnberg-Legende, Javier Pinola. Auch, generell eine Bundesliga-Legende. Und hat noch bei River Plate gespielt. Alvada, das ist der gleiche Club, wo Alan hingeht. Krustspi von Arsenal FC, aber auf das hier, wenn man sich das anguckt, das ist Arsenal FC auf Wish bestellt. Und welcher Spieler wird dir im FIFA 24 am meisten fehlen? Schreib's in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, guck auch noch das Video. Hier klicken. Und angucken. Und Freunde, wie ihr seht, wir haben die Challenge knapp nicht geschafft und das bedeutet jetzt ein Discard-Pack. So, komm schon rein da. Bitte nichts Gutes. Ich will nichts Gutes. Deutschland. Wer ist es? Zentral Mittelfeld. Bayern. Oh, Musiala. Ich dachte Goretzka. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Also dann, sorry Jamal, aber wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und gleich als nächstes angucken.